nachdem wir Eid gebetet haben. Und wir wollten die Moschee sauber machen. Was wir hier gesehen haben, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ich meine, es gibt manche Leute, der hat keinen anderen Ort, seine Nägel, Fußnägeln oder Barakallahu Fingernägeln, außer in der Moschee zu schneiden. Man hat keinen anderen Platz, Müll wegzuwerfen, außer in der Moschee. Man hat keinen anderen Platz, Müll von zu Hause zu holen und im Hof der Moschee wegzuschmeißen. Subhanallah, was ist los? Normalerweise, man sollte die Moschee sauberer halten als zu Hause, als sein eigenes Zuhause. Du wirst Wallah nicht akzeptieren, dass jemand zu dir reinkommt und das zu deiner Wohnung, und dass man dort Müll lässt und rausgeht. Du wirst sagen, was ist los mit dir? Du wirst nicht akzeptieren, dass jemand deine eigene Wohnung oder eigene Möbel oder Teppich schmutzig macht. Aber wieso akzeptieren wir das für die Moschee? Einige Leute sagen, ja, warum macht ihr das und macht ihr das nicht? Ja, wenn wir das sehen, Kaugummi an die Wände. Kaugummi an die Wände überall. Nägel, Fußnägel, überall. Müll von Süßigkeiten und alles überall. Oder draußen, wala hawla wala quwwata illa billah. Deshalb musst du wissen, lieber Muslim, Moschee ist kein Platz nur, dass man nur kommt und sitzt oder dass man das schöner macht. Manche Leute sagen, unser Teppich von der Moschee ist so schön. Oder die Farbe ist sehr schön. Oder die Höhe ist sehr schön. Ist der Sinn? Ist dieser Sinn? Allah subhanahu wa ta'ala hat das im Koran gesagt zu den Leuten von Mekka. Das geht nicht darum, dass man nur schöne Farbe macht und schönen Teppich hat. Sondern Moschee ist dafür da, dass du dich an die Regeln des Islam hältst und dass du Allah subhanahu wa ta'ala fürchtest. Und dazu gehört, dass du weißt, die Moschee hat Recht bei dir, dass du dabei unterstützt, dass du das sauber hältst, dass du nicht in der Moschee kaufst und verkaufst und dass du Allah subhanahu wa ta'ala dabei fürchtest, dass du hier leise bist, wenn du in der Moschee bist. Das gehört zur Moschee. Und das gehört, dass dein Herz wirklich am Leben ist und dass du Allah subhanahu wa ta'ala ehrst und dass du die Rituale Allah subhanahu wa ta'ala ehrst. Aber sowas? Wala hawla wala quwwata illa billah? Dass wir sowas sehen? Kenni wallahi, du musst die Moschee so sauber halten. Dass man sagt, okay, die Moschee ist sauber, ist schön. Aber dass wir ein Minarett bauen, 50 Meter hoch und am Ende Herzen sind 50.000 Jahre dunkel, das bringt uns nicht. Bevor wir Teppich sauber machen und Wände streichen und vergrößern, sollten wir die Herzen vergrößern mit Iman. Und sollten wir die Herzen sauber halten mit Erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala und mit Koran lesen. Und wir sollten innerlich Zufriedenheit finden und wir sollen innerlich erstmal ruhig werden, indem wir beten, indem wir Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Das war eine Nasiha. Ich weiß, dass einige Leute sagen, redest du jetzt allgemein? Ja, ich rede allgemein, aber ich meine nicht jeden. Weil der Prophet, als er geredet hat, der hat gesagt, es gibt einige Leute, die das und das und das machen. Und Wallah, wenn ich das nicht so schlimm gesehen habe, wie dieses Mal, hätte ich nicht drüber gesprochen. Aber Subhanallah, liebe Muslime, wir sind doch Muslime. Wir wissen doch, dass Allah uns sieht. Wir wissen doch, dass Allah alles schreibt. Und dass wir wissen doch, dass wir vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen werden. Und Allah wird mit uns abrechnen. Sei nicht von den Leuten, die alles verlieren, sondern sei von den Leuten, die alles gewinnen am letzten Tag.